Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Herzlich willkommen zum neuen Podcast Dora Held trifft. Heute wieder als Videopodcast, also auch zu sehen bei dtv.de oder bei YouTube oder wie immer auf den gewohnten Kanälen zu hören. Es gibt einen alten Aberglauben, der besagt, dass wenn man in einem fremden Bett in der ersten Nacht einen Traum träumt, dann ginge dieser Traum in Erfüllung. Ich habe, da musste ich nachgucken, zugegebenermaßen am 4. Januar 1993 in einem kleinen Hotel in Rheine einen Film gesehen, den vierten Teil eines mehrteiligen Fernsehfilms, der mich so beeindruckt hat, dass ich die ganze Nacht von der Schauspielerin geträumt hat, die im Film Gudrun Lange, so hieß die Protagonistin, gespielt hat. Ich war mit ihr in einer Champagnerbar und wir haben Champagner getrunken und das war sehr vornehm. Zweimal in meinem darauf folgenden Leben habe ich sie wieder getroffen, zweimal haben wir uns verpasst und deswegen habe ich sie eingeladen. Gudrun Lange hieß sie im Film. Leslie Molten ist hier. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, wie nett. Ich weiß es wirklich noch. Ich musste das Datum tatsächlich nachschlagen, weil ich das Jahr nicht mehr genau wusste, nur Anfang der 90er. Es war der große Bellheim und du spieltest eine grauenhafte Person, vom Ehrgeiz durchtrieben, intrigant, über Leichen gehend, eine Bankerin, die das große Geld gewittert hat. Und du hast mich in dieser Rolle damals so beeindruckt, dass ich da tatsächlich von dir geträumt habe. Und das war die erste Nacht in einem Hotel, in dem ich vorher noch nie war. Und das beeindruckt mich. Ja, mich hat es auch beeindruckt. Und es war kein schlimmes Hotel, aber es war klein. Ich war der einzige Gast, weil es war direkt nach Silvester im Außendienst bei einem fürchterlichen Wetter. Und der große Bellheim war damals ein Straßenfeger. Und es war, glaube ich, der letzte Teil, den ich da gesehen hatte. Und der hat mich dann wie gesagt, so beeindruckt, dass du mich in dieser Nacht begleitet hast. Champagner haben wir nicht geschafft, aber wir kriegen das jetzt heute mit Wasser und Kaffee hin. Ja, und wenigstens bist du da und wir sehen uns mal in echt. Gerne, gerne. Du bist, jeder kennt dich, ich mache es mal trotzdem, weil es sich so gehört, in Washington geboren, in Wien aufgewachsen, lebst heute in Berlin und du hast in deinem Leben 140 Rollen gespielt. Man kann dich, selbst wenn man wollte, was Deutsche immer gerne tun, man kann dich nicht in irgendeine Schublade finden, weil es eine solche oder so viele gar nicht gibt. Die erste große Rolle, für die du auch ausgezeichnet wurdest, war die Ophelia an der Seite von Klaus-Maria Brandauer am Wiener Burgtheater. Und die letzte Rolle, in der ich dich gesehen habe, war die einer Präsidentin in Leder mit wildem Schmuck als Präsidentin eines Rocker-Clans. Heißen die Präsidenten? Präsidentin, die heißt dann so, ne? Genau. In einem wunderbaren Kinderfilm Kann er wohl nicht wahr sein, genau. Der im letzten Winter angelaufen ist, ein wunderschöner Film. Du machst alles. Du spielst, Ich mache nicht alles, aber ich lasse mich sehr gerne anregen und das sind natürlich Sachen, die ich auch absage und so. Aber das Schöne ist, das habe ich gemerkt, das ist so ein fast so ein Twitter-Wesen, weil es sind jetzt nicht mehr unbedingt die Hauptrollen, aber die Rollen werden immer interessanter mit dem Alter. Und das finde ich geil. Also zum Beispiel, ich meine, das mit der Rockerpräsidentin. Das haben wir gesagt, ja, spielst du eine Rockerbraut? Ich habe gesagt, nein. Keine Rockerbraut. Ich bin die Präsidentin, ja. Das sind meine Leute hier. Und so, und das war dank des Regisseurs, der mich kannte, aber nicht persönlich. Und er gesagt, und der, so hat er es mir erzählt. Und er hat gesagt, lass uns das anders machen. Lass uns Leslie fragen, ob sie das macht. Lassen wir, weil im Buch, es ist ja ein Roman von Martin Musa und es ist im Buch ist es ein Mann. Und das fand ich natürlich ganz klasse. Ich fand es grandios. Ich wollte aber nochmal fortsetzen, warum ich die jetzt unbedingt einladen wollte. Ja, weil, wie gesagt, ich glaube daran, dass Träume in Erfüllung gehen. Also der Aberglauben kommt von meiner Oma, dass es immer stimmt. Immer die erste Nacht in einem neuen Bett oder fremden Bett. Der Traum geht in Erfüllung. Ich habe dich dann ein paar Jahre später, da war ich dann gerade in Hamburg, bin ich umgezogen nach Hamburg und war nicht gut drauf. Ich hatte ziemlich schweren Liebeskummer und da hat mein Bruder mir eine Karte geschickt für die Hamburger Kammerspiele für dreimal Leben. Und da hast du gespielt, ich glaube mit Burkhard Klausner. Barbara Auer, glaube ich, war das Auer noch. Barbara Auer und Rudolf Kowalski. Ja, genau, Rudolf Kowalski. War eine ganz tolle Aufführung. Ich war zweimal drin sogar in diesem Stück, weil ich das so toll fand. Ja. Und da fiel mir wieder ein, dass ich ja damals von dir geträumt hatte. Das habe ich meinem Bruder auch erzählt. Und da saßen wir in den Kammerspielen, gibt es eine schöne kleine Bar und die Schauspieler kommen immer runter. Und du saßt dann am Nebentisch und da sagte mein Bruder jetzt, geh doch mal hin. Das ist doch so. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe gedacht, okay, verpasst. Beim zweiten Mal habe ich mich auch nicht getraut. Dann wieder ein paar Jahre später wurde eines meiner Bücher verfilmt und ich sah die Crew,
wurde mir vorher geschickt und ich fiel fast um, weil du die wirklich die verrückteste Figur gespielt hast, Renate, die eine Kurfreundin von Tante Inge war in dem Fall und dann Sylt enterte. Und das hast du überragend gespielt. Und auf der Pressekonferenz, auf der ich dann war und dachte, so jetzt treffe ich sie mal wirklich, warst du schon weg und ich kam spät und dann haben wir uns wieder verpasst und einmal dann im Gang kurz getroffen. Aber jetzt bist du hier und deswegen freue ich mich. Ja, ich freue mich auch. Danke. Dass du kommst. Du hast, ich wollte mit dir zwei Sachen besprechen. Also einmal hast du vor ein paar Jahren ein Roswitha Quadflieg zusammen ein sehr schönes Buch geschrieben, Brief an meine Schwester, bei Aufbau erschienen damals. Und du hast jetzt eine hinreißende Dokumentation gedreht, die ich erst vor ein paar Wochen gesehen habe. Die läuft gerade in der Mediathek vom NDR. Vom NDR habe ich sie gesehen. WDR, glaube ich. WDR? Ja. Also in der ARD-Mediathek, da ist es drin. Eine Dokumentation über deine Schwester und dich und ihr Leben und dein Leben in dem Zusammenhang und wie wichtig das ist. Und die ist wirklich hinreißend, fand ich. Also ganz, ganz eindrucksvoll. Das eine Thema, ein bisschen traurig, aber es gehört zu dir und macht auch ganz viel mit dir. Und das andere Thema, was ich mit dir gerne besprechen möchte, dann nachher irgendwann im Laufe dieses Gesprächs, ist die Schauspielergewerkschaft, in der du engagiert bist, fünftes Mitglied warst und heute für sie sprichst. Und die über KI. Rockerpräsidentin. Die Rockerpräsidentin der Schauspielergewerkschaft. Einmal Präsidentin, immer Präsidentin, unter dem machst du es jetzt nicht mehr. Und da will ich auch gleich nochmal ein bisschen mit dir sprechen, weil das ein Riesenthema wird oder ist bereits, was glaube ich von vielen auch im Buchhandel unterschätzt wird. Und das ist glaube ich im Schauspiel nicht anders als bei den Autoren. Drehbuchautoren oder fiktionale oder andere Buchautoren sind da glaube ich beide ein bisschen von betroffen. Aber nochmal ein bisschen zu dir. Du hast 140 Rollen ungefähr gespielt, habe ich gesehen und du bist wahnsinnig fleißig. Ich habe mal so ein bisschen das recherchiert. Man kann über dich gut recherchieren, weil es sehr viel gibt. Du hast glaube ich 22, 23 jedes Jahr 4 Filme gemacht. Und auch ganz unterschiedliche. Also das war jetzt unter anderen Umständen, endlich Witwer, Tatort, das waren 3. Dann hast du davor jetzt auch nochmal einen Tatort gemacht, also einmal Köln und einmal Kiel. Dann die Gänseprinzessin, Helen Dorn, auch eine Krimireihe. Und dazu gehst du, warst du auf Theatertournee, du machst mit deinem Mann Felix von Manteuffel Leseabende. Bist du so diszipliniert und ordentlich und strukturiert, dass das alles so geht? Weil du wirkst ja immer so ganz gelassen bei alledem und hast ja ein Riesenpensum. Ja, ich, wenn man das so hört, ist es, denke ich auch, ah ja, stimmt, ah ja, habe ich auch, ja. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Workaholic bin, das bin ich nicht, aber ich liebe die Arbeit und ich bin sehr unglücklich, wenn sie nicht kommt. ja, das ist, also ich habe irgendwann mal gemerkt, dass du bist Autorin. Da hast du einen Weg gefunden, dich auszudrücken. Das ist dein Ausdruck, erlaube ich mir zu sagen. Tänzerin, das ist deren Ausdruck, der Tanz. Und mein Ausdruck ist das Spiel. Also das ist meine Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Und ich muss mich ausdrücken, sonst werde ich unglücklich. Und ich bin sehr dankbar und ich bin wirklich dankbar, das ist nicht daher gesagt, dass ich schon so lange hier arbeiten darf. Weil es ist jeder Künstlerberuf ist abhängig von seiner Umgebung. Es ist, wir brauchen Menschen, die uns wollen, auch wenn wir selber etwas kreieren, wie zum Beispiel die Lesungen, die ich mit Felix mache, die bauen wir ja selber auf, die setzen wir selber zusammen oder mit Freunden zusammen. Aber wir brauchen Menschen, die auch hören und sehen wollen. Also wir sind, auch wenn man freiberuflich ist, selbstständig ist, sind wir unglaublich abhängig. Und das ist so ein merkwürdiges Twitter-Dasein. Und wenn da die Arbeit nicht kommt, bin ich einfach, ob es Hörspiele, alles, ja, weil es einfach so viel Spaß macht und wir hier in Deutschland wirklich die Möglichkeit haben, so vielfältig sich auszudrücken als Schauspieler. Du kommst ja vom Theater, du hast immer gewusst, dass du Schauspielerin werden willst. Das hat ja auch ein bisschen was mit deiner Schwester, ich habe das Buch gelesen, mit deiner Schwester zu tun, weil du für sie spielen wolltest und gespielt hast und das Gefühl hast, du musst das ausdrücken, was sie nicht kann. Wir kommen nochmal zu ihr. Du hast dann in Wien angefangen, auf der Schauspielschule. Nee, in der Schule. In der Schule ich schon. Ich habe nie eine Schauspielschule besucht. Ich kenne keine Schauspielschule von innen. Nee. Und das ging einfach so. Du kannst auch alles. Also du hast ganz früh gewusst, dass du es machen willst. Ich wusste mit 14. Ich hatte in Wien, ich war auf einer internationalen Schule und da meine damals engste Freundin war aus Norwegen,
Greta Mikkelsen und sie war schon sehr interessiert am Theater und dann kam sie zu mir und sagte, ja, ich mache für The Drama Class, mache ich so eine Szene aus dem Stück. Das Stück heißt Ein Puppenheim von Henrik Ibsen. Habe ich so, also machst du mit? Mhm. Ich sagte, ja klar. Und dann haben wir das gemacht und das Interessante, also fast, also ich stelle mich nicht gleich mit dem, nicht misszuverstehen, aber wie bei Prousts Madeleine musste ich in dem Stück Macaroons essen. Mhm. Und meine amerikanische Großmutter, ging immer zu einem gewissen Club und die haben selbst Macaroons gemacht. Und es war so verrückt, weil ich habe mir Macaroons besorgt und ich habe reingebissen. Die haben natürlich nicht so geschmeckt wie die von meiner Großmutter, aber plötzlich... Oh, war ich plötzlich bei meiner Großmutter in Boston. Mhm. Und ich dachte, was ist das? Und dann natürlich das weiterzuspielen, also die Nora zu spielen in dieser einen Szene und so, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und da ist einfach etwas mit mir passiert. Und ich dachte, das will ich weitermachen. Und wie kommt man dann aus der Schule, also auch aus einer Theaterklasse, wie kommt man dann zum Burgtheater? Geht man dann hin und sagt, na, da waren noch ein paar andere Länder dazwischen. ja, wie macht man das? Es war so, mit dem Burgtheater war es so, dass ich 85 mit Karen Brandauer einen Zweiteiler gedreht habe, wo ich auch das erste Mal den Felix begegnet bin und wir nichts miteinander anfangen konnten. Und da war das, da hat der Klaus, also da habe ich so... wahrscheinlich die Hauptrolle, aber ich sehe sie eher als durchgehende Rolle, weil ich meine, Hans Christian Rudolph war dabei, der Felix von Manteuffel war dabei, Vadim Glovner, Michael König, Imichel, Heidemarie Theobald, also es waren, ne, und ich habe einfach gemerkt, Schnabel zu, Ohren auf. Und Klaus hat nicht Probeaufnahmen, sondern hat irgendwas im Schneideraum gesehen. Und die haben die Ophelia gesucht. Also das ist wirklich, wo man dann sagt, was man so oft liest, auch am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein. Mhm. Und dann habe ich zweimal vorgesprochen für Hans Hollmann. Das erste Mal für Hans Hollmann. Und als er mich fragte, ja, wo waren Sie auf der Schauspielschule? Habe ich gesagt, hab keine. Ich glaube, wenn wir nicht im Aufzug gewesen wären, um hochzufahren am Residenztheater in München, hätte er... auf dem Absatz umgedreht und gesagt, ja, das brauche ich dann nicht. Aber er war mit mir gefangen. Und so musste er dann zuhören und machen. Er hat gesagt, ja, ist alles sehr schön, für Film wäre das wunderbar, aber das ist nichts für Theater. Mhm. Und dann hat Klaus offenbar nochmal was gesehen, hat gesagt, ich will, dass die nochmal kommt. Mhm. Und dann habe ich in Wien vorgesprochen und dann war ich es. Und wie lange warst du denn am Burgtheater in Wien? Ich war nie fest, aber ich war im Endeffekt... Was waren das? 85? Ich glaube, 6 Jahre. Mhm. Ich habe dann George Tabori kennengelernt. Also ich habe mit anderen Regisseuren dann dort gearbeitet, wo immer so Stückvertrag. Und dann kam George Tabori und habe mit ihm die Uraufführung von Mein Kampf gemacht. Mhm. Und dann hat er auch in Wien das Schauspielhaus, was er dann umtaufte in der Kreis, war ich auch dort. Und ja, da habe ich, glaube ich, 5, 6, 7 Stücke sowas in Wien gemacht, zwischen Burgtheater und ihm. Und dann hast du auch die ganze Zeit in Wien gewohnt. Du bist ja in Wien aufgewachsen, also wie gesagt, in Washington geboren und dann in Wien aufgewachsen, deine Mutter war Wienerin. Meine Teenagerzeit war in Wien. Aber ich war in Washington D.C. geboren, dann waren wir in Berlin, dann sind wir wieder nach Washington, dann sind wir nach Wien. Und dann bin ich, da habe ich mitmachen können nach der Schule, also nach der Matura oder Highschool, kam United Artists mit dem Kinofilm Eine kleine Nachtmusik. Mhm. Und da war eine ältere Schauspielerin, Hermine Gingold, die man hier nicht kennt, aber vielleicht manche Leute kennen sie noch als die Großmutter aus Gigi mit der Leslie Caron. Und die brauchte jemand, die so an ihrer Seite ist und auf ihren Hund aufpasst und für sie einkauft und so. Und sie kannte Leute, die mich kannten und die wussten, dass ich Schauspielerin werden wollte. Und so kamen wir zusammen. Mhm. Meine Familie ging wieder nach USA. Ich blieb in Wien, habe da mitgemacht und habe das so wirklich... Diana Rigg war dabei, ja. Ich meine, boah. Und so, es war umwerfend. Und da war ich 3 Monate. Dann bin ich mit ihr nach New York, dann nach Boston. Dann bin ich von dort nach London. Und dann traf ich meine Familie im Herbst 78 wieder hier.
Ja, dein Vater war Diplomat, das klingt sonst immer so, als wäre sie auf der Flucht gewesen. So. Das war beruflich so geplant, dass die viel umzogen dann einfach. Ja, obwohl diese Sachen, also dieses in Wien geblieben, New York, Boston, das war alles allein. Genau, ja. Aber dass seine Familie dann wieder weg war und wieder zurückkam oder so, das hatte dann schon ganz reguläre Gründe. So. Du bist... Dein Durchbruch war dann tatsächlich der große Bellheim, als Fernsehschauspielerin. Und das war ja damals doch so, das waren diese Weihnachtsvierteiler, die ja eine Quote hatten. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube von 15 Millionen oder sowas, um 23%. Das war unfassbar. Echt? Ja, ich kann mich auch noch erinnern. Es sah auch jeder. Also es war auch damals. Es waren Straßenträger, stimmt. Ja. Und es war auch ein Gespräch und es war auch in allen Zeitungen. Und ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt. Das hatte was damit zu tun, dass du dann zugesagt hattest und auch, weil ich nochmal so ein bisschen schwelgen wollte irgendwie. Und ich war wirklich überrascht nach 30 Jahren, wie unfassbar zeitlos dieser Film ist. Also man merkt wirklich dran, es gibt keine Handys. Mhm. Das fällt einem an einigen Dingen auf, weil die Leute sich nicht verabreden können, dass man denkt, ja, was ist denn das Problem jetzt? Und da muss man auch erst überlegen. aber ansonsten geht es eben ja um diese vier alten Männer, die die Firma retten, die nächste Generation an die Wand fährt. Und dann gibt es Intrigen, die mit dem Börsenmarkt zu tun haben und mit Angestellten, die sich nicht vernünftig benehmen und so. Also es ist unglaublich gut gealtert, dieser Ach, Film. Schön. Und da war ich wirklich ganz überrascht. Und ich war auch überrascht, wie viel ich noch wusste. Es war eine unglaublich gute Besetzung. Also Mario Adorf an der Spitze und diese alle drei Rentner, die Korte, es waren ja alles tolle Leute, tolle Schauspieler, die da waren. Hat sich das eigentlich dann danach bei dir so ein Entdecktwerden, du warst ja noch auch jung, du warst dann 30 damals, Anfang Mitte 30, wir sind nicht so weit auseinander, deswegen muss ich mir überlegen, wie alt ich bin. Anfang Mitte 30, hat sich das so richtig schwungvoll verändert nach diesem Film? Oder hast du es gar nicht so gespürt? Also ich glaube, was eine Sache, die passiert ist, ist, dass ich vielleicht selber eine kurze Zeit einen kleinen Höhenflug hatte, weil, und es ist auch schwer, weil jeder Mensch aus der Branche sozusagen oder fast jeder Mensch auf mich zukam, so positiv, so ja war. Mm. Und dann denkst du plötzlich, oh, die hören mir ja alle zu. Ja, und da ist vielleicht so ein bisschen, habe ich ein bisschen zu viel Luft unter den Füßen gehabt, würde ich sagen, eine kurze Zeit. Aber da bin ich dann wieder runtergekommen. In den Rollen hat es mich gestört, weil man mir dann nur sozusagen das Börsenbiest angeboten hat, also in verschiedenen Kostümen, aber eigentlich das Gleiche. Und das hat mir nicht so gefallen. Mhm. Und da war ich sehr, sehr glücklich, dass ich das Theater hatte, dass ich da wirklich ganz anders spielen konnte. Und es war aber nicht, wie man jetzt zum Beispiel sagt, die Zeit war auch anders. Das war eigentlich noch die Zeit, wenn man in Deutschland eine Auszeichnung bekam, war das synonym mit kriegst keine Arbeit mehr. Mhm. Also so schlimm war es nicht, weil wie gesagt, ich eben das Theater auch hatte. Aber es war früher so, dass der Eindruck sich darstellte, dass man eigentlich nicht mehr angefasst wird. Mhm. Naja, die wird ja viel zu teuer sein. Oder die hat einen Höhenflug. Oder die oder er, völlig wurscht. Ja. Und ich weiß, dass viele, viele Kollegen und Kolleginnen darüber geklagt haben. Ich sagte, jetzt sieht man ja noch mehr, was ich kann. Oder viel mehr Leute haben es gesehen. Und die steigen nicht darauf ein. Mhm. Das ist jetzt anders geworden. Mittlerweile ist es natürlich auch so, dass viele Kollegen, die hier jetzt in Deutschland wirklich auch so, sagen wir mal, einen tollen Fußabdruck gemacht haben mit ihrer Arbeit, weg sind. Mhm. Ja, die werden mittlerweile, waren natürlich die amerikanischen Streamingdienste und so weiter und so fort und überhaupt verschiedene Länder auch viel mehr ihr Augenmerk auf Deutschland haben, was diese Sparte von Filmen angeht. Wir hatten ja damals Fassbinder, Herzog, Wim Wenders und so. Also das war nicht so viel, was nach außen ging. Und werden jetzt einfach mitgenommen. Und das ist natürlich großartig für die. Das war aber bei mir damals nicht so. Ich habe, wenn man den heute sieht, diesen Film oder aus der Zeit einfach noch so Fernsehproduktion sieht, mit welcher Ruhe da noch gedreht wurde. Also wie langsam, wie ausführlich. Das sind ganz andere Schnitte. Das habe ich, also ich fand das irgendwie toll. Also das sind ganz andere Schnitte. Da gibt es so Szenen, die als Beispiel spielt da was auf einer Rennbahn. Mhm.
wo die einzelnen Protagonisten dann so zusammengeführt werden, die einzelnen Handlungsstränge, ich glaube, die geht fast eine Viertelstunde. Das würde heute doch keiner mehr machen. Nee. Dass man also wirklich so eine Kulisse, also auch mit so vielen Statisten an einer Rennbahn, also die ganze Optik war ja ganz anders. Ganz anders, ja, ja. Also da war nichts wirklich mit Handkamera, wurde nicht gemacht. Es wurde auch ganz anders geprobt. Es wurde wirklich geprobt am Drehort, ausprobiert und so. Also das hat der Dieter Wedel schon gemacht. Und das ist heutzutage viel anders, weil man da so ein Zeitdruck ist. Ich meine, man hatte auch viel mehr Zeit. Als ich anfing in Deutschland zu drehen, hatte man für 90 Minuten, also hatte ich für 90 Minuten zwischen 31 und 33 Drehtage. Und es ist jetzt 19, 20. Mhm. Wenn man Glück hat, vielleicht 2, 23. Mhm. Aber die Zeit ist dieselbe. Man will sogar noch viel mehr. Man will ja, dass da noch Action und bababa ist. Was damals nicht so häufig in der Erzählung mit drin war. Und das ist, es wird sehr, sehr viel verlangt von einem jetzt. Und Schnelligkeit. Und mit Schnelligkeit ist man nicht so sauber, so fein in der Arbeit. Kann man nicht sein. Das ist schwer. Es ist ja so ein bisschen, man braucht ja auch die guten Stoffe irgendwie. Ja. Jetzt ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Früher gab es eben wirklich, das waren diese Weihnachtsvierteiler, gab es ja immer. Mhm. Also es gab ja immer diese großen, mehrteiligen Familien oder Bellheim, also solche Geschichten, die auch gesehen wurden, auf die man sich auch freute. Es gibt heute auch Mehrteile. Es gibt auch in den Mediatheken Mehrteile. Mhm. Was mir immer so auffällt, ist, dass man, also gerade wenn man den Unterschied zu amerikanischen oder englischen Serien sieht und dann so deutsche, es sind auch die Drehbücher, wo ich auch denke, ach, solche Dialoge würde kein Engländer schreiben und kein Franzose und kein Amerikaner. Ist es das Tempo, in dem die auch da durchgepeitscht werden, dass man sich nicht so, also wenn man sich die Dialoge anhört von Bellheim heute noch, also gerade diese Dialoge dieser vier Rentner, die da zusammen leben, ja auch in einem Haus, während sie ihre Firma da wieder sanieren, die sind heute noch großartig, mit unglaublich viel Wortwitz und Sprachwitz und Sprachlust auch und sowas und Formulier. Das war natürlich auch der große Quatsch, lieber dabei oder so, aber es ist egal. Die haben es toll gespielt, aber das Buch war auch einfach gut. Also finde ich ganz toll, dass du das sagst, weil das ist mir schon immer hier in Deutschland aufgefallen. Und es wurde jetzt gerade, wir haben vom BFFS, von der Schauspielgewerkschaft, hat eine Kollegin aus dem Vorstand, da hätte ich auch dabei sollen, aber da war die gute Bahn, hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass sie Texte genommen hat. Das war bei der Televisionale in Baden-Baden und es ging darum eben, dass Frauen über 47 auch ein Leben haben und dieses Leben sehr erzählreich und erzählbar ist und erzählwürdig ist und dass wir auch entsprechende Rollen und Vitas erzählen wollen. Mhm. Und sie hat Drehbücher genommen, hat da Szenen rausgenommen, die von Männern gesprochen worden sind und hat dann sie von Frauen sprechen lassen oder Frauenszenen genommen und sie von Männern sprechen lassen. Wo ein Mann dann auch tatsächlich ein Kollege gesagt hat, ich schäme mich, das zu sagen. Mhm. Und solche Sachen werden uns gegeben. Mhm. Dann, also nicht nur, aber, und das andere ist, was mir immer aufgefallen ist, speziell in den anglosächsischen Drehbüchern, auch Theaterstücken, ist, dass so gut wie jeder und jede eine eigene Sprache hat. Hm. Eine eigene Art und Weise zu sprechen. Jede Figur. Ja. Das findet hier selten statt. Und das findet hier so gut wie nicht statt. Ja, ja. Das ist eine Stimme. Ja. Mhm. Und deswegen kann man das auch einfach so austauschen. Mhm. Und das ist sehr, sehr schade. Und das hat nicht nur mit dem Dialog zu tun, sondern es hat damit zu tun, hinzuhören, wie spricht jemand? Wie drückt sich jemand aus? Das heißt jetzt nicht nur, dass jemand stottert oder mit einer tiefen Stimme spricht oder sowas, ja, sondern wie manche Menschen, zum Beispiel Alan Rickman, fällt mir jetzt gerade ein, Alan Rickman hat langsam gesprochen. Und er hat das auch in seinen Szenen, in den Rollen mit reingebracht. Und das ist einfach, boah, was da passiert, wenn man da, dann hat er ja natürlich auch eine wunderbare Stimme und so. Aber solche Sachen, ja, dass man eben auch den Charakter in der Sprache mit hineinbaut, ist nicht vorhanden hier. Kommen wir hier an der Stelle doch mal zu KI, weil das ist im Grunde ja das, was ich
oder was im Moment eine Sache ist, die mich da schon sehr umtreibt. Also beim Film sind es wirklich diese Dialoge, die völlig richtig, es ist eine Stimme oder es ist ein Ton eigentlich, den aber alle haben, so, egal in welcher, was sie da gerade für eine Figur verkörpern. Es gibt auch keinen, und das hat nichts mit Zeit zu tun, glaube ich. Ne? Man muss es ja trotzdem runterschreiben. Es gibt keinen Sprachwitz mehr, es gibt da keine, oder nicht allgemein, aber einige Serien, die ich so im Vergleich jetzt gesehen habe, wo ich auch wirklich einen ausmache, weil ich denke, nee, so redet eine Frau nicht in dieser Situation. Das sagt die nicht. Und auch kein Mann. Und da kann man eben das wirklich bei den anderen sehen. Ist in der Literatur aber auch ähnlich. So, und jetzt an der Stelle kommt jetzt dieses Thema KI. Ich kann natürlich, denke ich mir, wenn ich so weitermache, und das ist dann der Unterschied, kann ich ja einfach sagen, also schreib mir jetzt mal einen Dialog, vier Rentnern, die an einem Frühstückstisch sitzen. Der eine ist ein bisschen Hypochonder, der andere ist ein bisschen, keine Ahnung, hat gerade eine Affäre und alle zusammen sollen aber jetzt diese Firma retten. Wie reden die miteinander? Mhm. Das kann eine KI machen. Ja. Und dann kommen aber auch solche Sätze dabei raus, wahrscheinlich in einem Ton. Bei dem Bellheim war das damals so, dass wirklich auch jeder Dialog, jede Reaktion auf die einzelnen Schauspieler irgendwie so ein bisschen zugeschnitten war. Und das war der Unterschied. Ja. Ihr habt, genau wie die Autoren, die Buchautoren, das Problem, dass es immer größer wird und dass man vielleicht auch gar nicht wusste, was da auf uns zukam mit der KI und auch mit den verschiedenen Versionen. Die Amerikaner haben gestreikt, sowohl die Drehbuchautoren als auch die Schauspieler. Wo siehst du denn da die größte Gefahr? Wir reden jetzt nur über das Fernsehen. Theater kann man das nicht machen. Theater ist davon frei, kommen wir auch gleich noch zu. Aber beim Fernsehen würde das ja alles relativ weit gehen. Wo siehst du denn jetzt im Moment akut die größte Gefahr? Worauf muss man achten? Ja, das ist, da sind viele Flammen, die da hochgehen. Also im Moment, der BFFS, die Schauspielergewerkschaft, wir sind dabei, Tarifverhandlungen. Es ist jetzt natürlich auch im EU-Parlament, ist jetzt Gott sei Dank ein Gesetz verabschiedet worden, das erste seiner Art, dass eben die haben schon 2021 damit angefangen, dass man sozusagen eine Einstufung von wo und wie KI eingesetzt wird und entsprechend die Gefahren, die da von KI entstehen, dass die entsprechende Richtlinien bekommen, wie man damit umgeht. Das Erste, was man sagen kann, und das war natürlich auch, läuft parallel, ist, dass die Menschen, die KI mal benutzen, den Eindruck haben, dass sie das einfach alles, was da ist, benutzen können und nichts, und es nicht vergüten. Ja. Also das geht nicht. Urheberrechte völlig. Genau, und das ist auch ein Unterschied zwischen USA und hier, ist auch wieder 2019 auch wieder EU-Parlament wurde durchgesetzt, dass die Urheberrechte der Künstler können nicht von den großen Technologiefirmen abgeschöpft werden. Ja, das haben die Amerikaner nicht. Da sind andere Sachen. Also das ist ein etwas, was uns schon mal geschützt hat, weswegen wir hier noch nicht so hysterisch, also sage ich mal, nicht, dass die Amerikaner hysterisch sind. Bei ihnen brannte das Feuer näher als bei uns. Und wir sind jetzt in Tarifverhandlungen. Das ist ein Punkt. Dann ist es auch uns ganz wichtig, dass eben es gekennzeichnet wird. Das, was man jetzt sieht, eine KI ist. Und das ist egal, ob es jetzt eine KI von dir komplett, wie du bist, oder ob es eine KI ist, aus der ein bisschen von dir, ein bisschen von mir, ein bisschen von allen anderen Menschen und daraus kommt vermeintlich etwas ganz Neues. Dieses ganz Neue ist aber wie ein Kollege von mir sagt, ein Gulasch. Ja. Und da kommt was, und das muss auch, da muss alles, was du musst dafür vergütet werden, ich muss dafür und alle auch, egal wie wenig da drin ist. Und das ist schon mal die finanzielle Sache. Und das ist auch ganz wichtig, weil man kann das nicht einfach benutzen. Das ist ein Problem vom Internet. Ja. Dass man einfach Sachen, Apps hier, das da, kostet alles nichts und wir wollen nicht mehr dafür zahlen, was andere Menschen kreieren. Und gut. Und dann ist, jetzt haben die Amerikaner das auch gemacht, jetzt in ihren Verhandlungen haben sie gesagt, wenn ich zustimme, dass eine KI von mir gemacht werden kann und die wird eingesetzt, dann, sagen wir mal, die KI hat so und so viele Szenen, das wären in einem Film, das wären 3 Drehtage. Dann muss ich, obwohl ich physisch Leslie nicht drin bin, sondern mein Avatar, muss ich Leslie aber 3 Drehtage bezahlt bekommen.
Ja, also das ist jetzt rein das Finanzielle, dass man eben nicht dadurch einfach also nicht mehr, nicht mehr existiert. Ja. Und dass man eben noch von seiner Arbeit leben kann. Und was wir wollen ist, die KI ist ja schon lange da. Sie hat jetzt in letzter Zeit rapide zugenommen, aber sie ist schon sehr lange da. Zum Beispiel Herr der Ringe. Da sind viele, viele technische Sachen gemacht worden. Das war Anfang der 2000er Jahre. Ja. Da ist, was man heute auch KI nennt, ist schon benutzt worden. Ja, The Irishman auch, ja. Von Scorsese, wo De Niro und Pesci und Pacino und so alle jünger waren. Das ist KI. Oder jetzt auch das Neueste, von dem ich weiß, Indiana Jones mit Harrison Ford. Ja? Und das... jetzt habe ich mich selbst abgelenkt, ist eben das, ja genau, dass man eben das bezahlt bekommt, wenn auch die KI benutzt wird. Ich sehe was mich persönlich umtreibt, ist, wenn diese Sachen nicht gekennzeichnet werden, wenn man nicht weiß, dass das, was man sieht, nicht echt ist, und es immer, wenn das nicht zum Gesetz wird, das heißt, nicht unsere Generation, vielleicht die gerade hinter uns auch noch nicht ganz, auf jeden Fall die danach, wird nicht mehr unterscheiden können. Man hat ja schon bei MP3, wo sie ja diese Stille rausgenommen haben, diese Pause in der Musik. Faszinierend, eine Freundin von mir hat gesagt, ja, ich habe all meine Musik, habe ich auf MP3 umkopiert und so weiter. Und irgendwie fiel mir auf, ich habe nicht mehr Musik gehört. Weil sie wusste nicht, es war nicht mehr da. Sie brauchte dieses ganz Tiefe, was in einem innen drin ist, was wir brauchen, was uns auch nährt, ist weggenommen worden und sie hat sich unwohl gefühlt. Und das darf nicht passieren, dass dass wir, was wir sind, nicht mehr vorhanden ist. Oder wir wollen, es ist eine Erweiterung, die KI, aber kein Ersatz für uns. Genau, und das muss die Grenze muss man machen. Ja. Ich habe immer einen Buchtipp in diesem Podcast und der kommt von unterschiedlichen Buchhändlern und Buchhändlerinnen. Heute kommt er von Sabine Metzger aus Hamburg. Und Sabine, du stellst mir mal Bücher vor, die mir eine schlaflose Nacht machen. Und es sind die Bücher, die mir schlaflose Nächte machen, deren Ton so besonders ist und bei denen ich hoffe, sie werden nicht von der KI nachgearbeitet. Abend, ohne dass ich das merke. Was hast du denn heute für einen Buchtipp für mich? Also Dora, das Buch, was ich dir heute mitgebracht habe, das ist so menschlich und berührend, das kann keine KI geschrieben haben. Florian Knöppler ist für mich tatsächlich so eine der neuen deutschen Stimmen der Gegenwartsliteratur. Ich glaube, dass wir noch viel von dem hören werden. Das Buch war auch mal Buch des Monats bei NDR Kultur. Florian Knöppler, Südfall. Also mich hat es total berührt. Es ist eigentlich schon sein drittes Buch. Es geht um den Sommer 1944. Dave stürzt ab, ein Kampfflugpilot stürzt ab im norddeutschen Wattenmeer und überlegt jetzt, was er denn da macht. Als britischer Soldat mitten im deutschen Gebiet, mitten in den Endtagen des Krieges, soll er es wagen, sich auf den Weg zu machen, irgendwie nach England zurückzukommen, oder soll er sich irgendwo verstecken? Wie ist denn eigentlich, also was soll er denn da tun? Das ist sozusagen der Aufhänger. Aber eigentlich geht es in der Geschichte wirklich um diese großen Themen: Menschlichkeit, miteinander umgehen, hinschauen, wegschauen. Wie gehen wir mit Fremden um? Wie gehen wir eigentlich mit unserer eigenen Angst um? Er wird gefunden von einer sehr taffen Deichgräfin auf Pellworm, die dann gesagt hat, hier, pack deine Sachen, ergreif die Flucht. Und was ihm dann so begegnet auf diesem Weg wieder zurück nach England, welche Menschen ihm da begegnen und welche inneren Konflikte die dann immer jeweils damit haben, ihn zu sehen, was mache ich, wie verhalte ich mich da. Das ist eigentlich diese große Stärke dieses Buches. Also ganz wunderbar beschrieben. Florian Knöppler gelingt es, so mit ganz wenigen Sätzen, sehr poetisch, sehr ruhig, eine wahnsinnige Welt aufzumachen. Und er deutet eigentlich so die Charaktere und diese inneren Konflikte immer nur so an. Und überlässt es dann dem Leser, der Leserin, sich seine eigenen Gedanken und so in seine eigenen Konflikte auch da abzutauchen. Also unglaublich berührend. Es ist ja eigentlich keine große Handlung, wenn man sagt, Flucht ist eigentlich keine große Handlung, aber es ist ein wirklich sehr berührendes und zu Herzen gehendes Buch. Also mein Tipp für alle, die
ja, die was wirklich Tolles lesen wollen. Florian Knöpfler, Südfall. Ich kenne das wirklich überhaupt nicht. Wo ist das erschienen? Das ist bei Pentagon erschienen, kostet 24 Euro. Mhm. Also auch ein wirklich kleiner Verlag. Der Florian Knöppler wohnt auch in den schleswig-holsteinischen Marschlanden. Mhm. Und die ersten beiden Bücher, die er geschrieben hat, spielen auch sozusagen da in der Gegend. Es geht bei ihm immer um diese Zeit, Kriegszeit, Nachkriegszeit, weil ihn, glaube ich, dieses Thema, wie gehen Menschen eigentlich mit Andersdenkenden um? Oder wie kann ich meinen eigenen Standpunkt vertreten, auch wenn die ganze Welt was anderes sagt? Das sind so Themen, die ihn umtreiben. Und das macht er einfach an ganz unterschiedlichen Beispielen sehr schön klar. Okay. Ich bin sehr gespannt, oder wir hier. Und das klingt wirklich so, als könnte das keine KI, die ja nicht empathisch ist, wie wir wissen, hinkriegen. Sabine, ich danke dir. Ich werde berichten und komme dann gegebenenfalls auf die ersten beiden Bände dieses Autoren zurück. Ich danke dir und bis bald. Viel Spaß beim Lesen. Bücher, die man hofft, nicht durch die KI ersetzt zu bekommen. Mhm. Bei Drehbüchern ist es das Gleiche. Wir haben es angefangen, über den Bellheim zu sprechen, so als Beispiel für die 90er Jahre und die Drehbücher, die es da gab und mit welcher Feinheit und mit welcher Sprachlust da auch Drehbücher geschrieben wurden. Ich denke manchmal so ganz ketzerisch, das, was es heute in manchen Produktionen gibt, das kann tatsächlich auch eine KI genauso gut. Da finde ich keinen Unterschied. Ketzere mit. Du ketzerst mit. Drehbuchschreiber werden doch auch von der Schauspielgewerkschaft vertreten. Ne? Oder nein, die haben eine eigene Vertretung. Wir sind nur Schauspieler. Die Drehbuchschreiber und Schreiberinnen, mit denen du so umgehst, was ist bei denen? Es gibt ein paar große Namen, die jeder kennt. Es gibt aber auch eine ganze Menge von Drehbuchautoren, die ja Geld damit verdienen müssen. Das stelle ich mir fast noch bedrohlicher vor, die KI, gerade unter diesem Aspekt der kürzeren Drehzeiten, der kürzeren Zeiten, der Produktionskosten oder so, dass man an der Stelle natürlich aufspart. Wie ist es für euch Schauspieler? Dann weiß man ja, was da so kommt. Ja, man kann sich's ausmalen. In manchen Fällen ist es wahrscheinlich so, dass man sagt, ja, ist ja eh wurscht, weil das ist eh, was ich hier kriege, ist wie ChatGPT oder sowas. Aber ja, da müssen die Drehbuchautoren sich auch auf die Hinterbeine stellen. Also sie müssen auch kämpfen und sagen, das geht nicht mit uns. Sie können sich da sicherlich auch ein, zwei Scheiben von den Amerikanern abschneiden. Das andere ist auch, und das ist ganz, ganz wichtig, da, weil du hattest es ja auch vorhin gesagt, ja, Herr der Ringe, das hieß also Computeranimation oder was weiß ich, ist aber schon eine KI. Es hat jetzt plötzlich in den letzten, was weiß ich, 2 Jahren oder weniger noch, reden wir alle drüber, weil es hat so einen Satz in der Entwicklung gemacht. Klar, so ein Tempo bekommen. Ja. Das bei aller Elektronik immer irgendwann, es war auch das Internet, also vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hätten wir noch nicht gedacht, dass meine Mutter ihre Bahnkarte per App kauft. Ja. Das war ja gar nicht machbar. Also das ist natürlich eine Entwicklung, die Gesellschaft ja auch komplett verändert hat. Und macht das die KI? Hast du auch die Befürchtung, dass die KI, wenn man nicht aufpasst, und ich habe manchmal die Angst, ist es vielleicht ein bisschen zu spät, wie sie die Gesellschaft verändern wird? Ich denke, jede große Umwälzung verändert. Mhm. Also wenn wir an die industrielle Revolution denken, also die Eisenbahn, all diese Sachen, das verändert immer und das ist aber ein normaler Lauf. Hier ist es eben, glaube ich, wirklich zum allerersten Mal, dass die Gefahr besteht, dass der Mensch an sich nicht mehr wirklich benötigt wird, weil auch die KI machen. Weil die KI, das ist ja das Ding, ist, dass sie immer wieder aus dem, was sie hat, noch weiter lernt. Also so, was hat man gesagt während Corona? Was war diese Inzidenz? Wenn ich jetzt eine Person und dann haben... Genau, ja, ja. Ich habe vergessen, wie es heißt, Gott sei Dank. So. Ja, Inzidenz hieß das tatsächlich, ja, dass man diese Zahl hatte dann irgendwie. Es gibt eine 27 oder so, ab 100 wurde dann, ich weiß. Also, es hat sich immer mehr... Und das ist auch, was KI macht. Ja. Es potenziert sich selbst. Und das ist ja, also in meiner laienhaften Fantasie ist auch, wo ich denke, Leute, die ihr das macht, ihr schießt euch auch ins All. Ja, also denkt nicht, dass ihr jetzt hier das alles über immer kontrollen werden könnt, weil das ist nicht so. Die KI, wenn man ihr nicht Einhalt gebiert, gebietet, würde ich jetzt sagen.
Da merkt man, dass ich es doch nicht kann, die Sprache. besteht die Gefahr, also wie in einem Horrorfilm oder sowas, also ja. Frankenstein, ich habe ein Monster kreiert und weiß nicht, wie ich den oder der Zauberlehrling, ne? Also so ein bisschen diese Sachen, die immer wieder beschrieben werden, doch irgendwann mal noch mitgenommen worden konnten und eben nicht uns überrannt haben, aber es kann schon sein. Mhm. Was aber es noch nicht kann, und ich glaube, das wurde mir auch bestätigt, dass sehr, sehr schwer ist, es ist, was aus den Augen kommt. Der Blick. Ja, das glaube ich. Das habe ich auch schon mal gelesen, dass das nicht geht irgendwie, weil die KI eben in der Regel keine Empathie hat. Ja. Das Problem finde ich aber, dass die Leute denken ja auch sehr wenig nach. Wenn ich mir angucke, ich kenne auch einige Maler und Grafiker, die ihre Bilder auch ins Netz setzen oder Fotografien. Und das ist auch Futter wieder. Also man muss natürlich auch gucken, wo es herkommt. Und da bin ich manchmal auch bei vielen Geschichten, die es gibt. Also es gab jetzt diese Fotofakes da, der Papst mit Mengen und diesem weißen Rappermantel oder so. Mhm. Das sind ja auch so Sachen, die erstmal ganz lustig sind, wenn man sie sieht oder so. Wenn man dann dahinter weiterdenkt oder so, wird es eben wirklich prekär. Man weiß eben nicht, ob das Kind da nicht schon im Brunnen gefallen ist und wie man die Leute dazu bringt, dass man es unterscheiden kann und muss und dass es auch gekennzeichnet wird. Das finde ich eben auch am wichtigsten. Es gibt ja, wenn ich das noch schnell dazwischen sagen darf, es gibt ja schon, ich habe auch schon einen Vertrag gesehen, einen Filmvertrag, wo sie das sehr schwammig reinschreiben, aber letztendlich, man kann das alles nehmen, also die Filmfirma, und daraus eine KI machen. Und dieser Paragraph ist nicht zu streichen. Also dann stehst du davor und da müssen halt eben auch die Hebel geändert werden, dass man davor steht und sagt, ne, ich habe jetzt so und so lange nicht gearbeitet, ich muss meine Familie ernähren, okay, dann mache ich das. Mhm. Aber ich gebe meiner selbst weg. Ja, das geht nicht. Mhm. Das kann man nicht mit den Menschen machen. Und da muss halt müssen wir wirklich dran arbeiten, dass wir geschützt werden. Mhm. Naja, also die Schauspieler, die Drehbuchschreiber, die Autoren, das sehe ich ganz genauso. Und dass man da zumindest diese Kennzeichnung muss da rein. Das muss irgendwie klar sein, wer die Urheberrechte hat. Und ich meine, das ist ja, wenn in irgendeiner Kneipe ein Schlager gespielt wird, abends beim Bier trinken, dann bekommt derjenige, der diesen Schlager geschrieben hat, auch irgendwie über die GEMA Geld. Und in irgendeiner Form muss es da eben auch wirklich eine Das ist eine ganz Form interessant. Geben. Es gibt nämlich einen dänischen Fachanwalt, schön irgendetwas, und der hat gesagt, wenn man die KI gleich von Anfang an als Reproduktion sieht, dann ist genau das, was du sagst, wie eine CD. Mhm. Jedes Mal, dass es benutzt wird, muss Geld in die GEMA. Oder in die KIMA. Oder in die VG Wort. Die macht das eben auch für Autoren. Genau, für die Autoren das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man eben vergütet wird. Das Problem wird halt immer der Nachweis sein. Ne? Was hat die KI genutzt? Also wenn da irgendwie der Schlosskeller in Hamburg da irgendeinen Schlager spielt, den ich geschrieben habe, das kann man dann irgendwie testen. Aber bei der KI ist wirklich bei der Masse an Material, was sie auch verwenden muss, ist natürlich das Problem, da wirklich nachzuweisen. Also das ist aber jetzt hier, bei Schauspielern geht es, da hast du das Gesicht und eine Stimme, das ist ja identifizierbar, aber als Autor diesen Textbaustein habe ich ja geschrieben, als Musiker, als Fotograf, als Maler, das sind, glaube ich, diese ganzen Kreativen, die dann wirklich ein Problem haben, das nachweisen zu können. Da muss man dann gucken und kann nur hoffen, dass irgendein Gesetzgeber... Aber ich meine, sind die Autoren dran? Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, das ist... wie bei allen Dingen, also bei mir ist es so, dass ich manchmal denke, Dinge, die man nicht will, die verdrängt man erstmal oder so. Ne? Das ist ja auch das Einfachste des Menschen. Richten, oder so. Gell? Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass es bestimmte Berufe gibt und bestimmte Tätigkeiten gibt, die nicht mehr gebraucht werden. Also als Beispiel, ich schreibe ja gerade an einem Buch und das hat mein Bruder. Mein Bruder ist ganz fit bei KI, der hat sich da relativ viel bemüht, weil er auch das als Vortrag mal gehalten hat. Wir haben einfach reingeschrieben, wirklich in groben Baustein, um was ungefähr es in diesem Buch gehen soll. Mhm. Und haben die KI gebeten, darüber ein Exposé zu schreiben. Mhm. Da sitzt ein Autor in der Regel schon eine ganze Zeit lang dran. Mhm. Und es gibt Lektoren, die das machen, oder das haben wir gesagt, er soll auch nochmal Klappentext schreiben, er soll auch nochmal Vertretertext, heißt das, also für die Vorschau einen Text schreiben und so. Das hat er innerhalb von 2 Minuten gemacht. Aua. Da habe ich auch gedacht. Also ich habe erst gedacht, oha. Dann habe ich angefangen zu lesen und man muss einfach, also es gab ein paar Fehler,
die man dann verbessern konnte. Das macht man auch als schreibender Mensch. Genau. Aber letztlich auf einer Liste von 0 ganz schlecht bis 10 sehr gut, war das durchaus eine 6 oder eine 7. Also es war für 2 Minuten und wirklich jetzt, wir haben das so reingeschrieben, also auch nicht überlegt jetzt, wie wir das füttern, sondern wirklich jetzt mit dem, was uns gerade einfiel. Und dafür war das erstaunlich oder erschreckend gut. Das habe ich tatsächlich gedacht. Und ich glaube schon, dass es in der Belletristik durchaus so bestimmte Genres gibt, wo man einfach sagen kann, also junge Frau, hübsch, aber Mauerblümchen findet Mann ganz schön, aber brutal, mit einem Trauma. Es muss ein Hund drin vorkommen, es muss eine böse Mutter drin vorkommen und irgendwie ein Badesee. Mhm. Und das Ganze 300 Seiten, es muss ein Happy End geben und sie muss ihn retten. Dann geht das. Das gibt im Moment jede Menge Literatur, die sich mit solchen Inhalten beschafft. Also diese ganze Romance-Geschichte oder so spielt ja immer nach denselben Regeln. Also auch Biss oder solche Sachen. Also du hast immer so bestimmte Genres, gerade in der Unterhaltung, die bestimmte Regeln befolgt. Ja, und ja, ja. Das halte ich für kein Problem, das über die KI zu machen. Also gerade bei so vielen Lesern, die würden es vielleicht merken, aber es muss auch nicht unbedingt sein. Also viel aus dem Amerikanischen auch übersetzt oder so. Ich glaube schon, dass man damit durchkommt. Das heißt also, du wirst bestimmte Dinge haben, Ratgeberbücher. Also ich meine, Welpenaufzucht als Beispiel, ne? Oder keine Ahnung, ich bekomme einen Wellensittich. Ernährung gegen Rheumaerkrankungen. Ja, also, ja. Bestimmt. Aber ich fand das sehr interessant, was du gerade gesagt hast, weil mir viel, als du das erzählt hast, hast du mich angeregt. Da war ja vor so und so vielen Jahren, ich weiß nicht mehr, wie die Autorin hieß, ich glaube, das Buch hieß Axel Lottl. Ja. Und wo sie Hegemann, Helene Hegemann. Ja, und sie hat ja eigentlich, korrigiere mich, weil ich nicht so ganz firm bin da drin, aber sie hat ja fast alles aus dem Internet genommen. Das war der Vorwurf. Also das war damals ein großer Erfolg, dieses Buch bei Axel Lottl. Helene Hegemann, die ja auch vom Theater kam oder kommt und auch wieder am Theater ist. Und dann hat aber es gab einen Internet, so ein Influencer oder also ein Blogger. Mhm. Dieser Blogger hat Textbausteine von sich wiedergefunden. Und natürlich, du hast immer Plagiat. Ja, ja. Das gab es immer schon, dass man Plagiate hatte. Das ist aber ein Unterschied, finde ich, ob du von jemandem abschreibst, von jemandem Konkreten. Gab es also auch schon mal Plagiate von irgendeiner Frau, die ein Buch geschrieben hat auf Deutsch, einen Liebesroman, und irgendwann hat eine Übersetzerin dann gesagt, das kenne ich doch alles. Und dann hat die rausgefunden, dass in Frankreich dieses Buch so erschienen war und sie das schon mal übersetzt hat für einen sehr kleinen Verlag und die hat das gnadenlos abgekupfert. Also sowas kommt durch Zufälle immer nur raus. Dann, ne? Natürlich gibt es Plagiate, aber das ist dann der Unterschied. Du schreibst irgendwas ab von jemandem und schraubst es eben nur zusammen. Was ist es zusammen? Bei einer KI sage ich aber nur, was die schreiben soll. Genau. Das ist nochmal was anderes. Ja, dann, richtig, ne? Richtig. Genau, also Plagiate, das gibt es immer schon. Es gibt auch sicherlich Drehbuchautoren, die von anderen abkupfern oder sowas. Ne? Und, naja, Wedel hat damals gesagt, also er klaut immer, aber er klaut nur von den Besten. Ja. Aber dann klaut einer. Ist es auch nicht, auch nicht in Ordnung irgendwie oder vielleicht nicht. Was heißt nicht in Ordnung? Es ist vielleicht gehört sich nicht. Aber natürlich kann man immer so irgendwelche Sachen von anderen ziehen. Aber wenn das eine künstliche Intelligenz macht, dass die einfach nur Bausteine zusammenfügt und das eben glättet, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Richtig, ja. Über die Bücher kommen wir jetzt zu einem, was du geschrieben hast, was du zusammengeschrieben hast mit Roswitha Quadflieg. War es dir zu persönlich oder hast du es dir nicht zugetraut, es selber zu schreiben? Ich habe es mir nicht zugetraut. Ich würde niemals behaupten, dass ich schreiben kann. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich hätte das anfangen sollen. Und es war so, dass wir uns, ähnlich wie wir, mal im Flur, zwar nicht bei der Frankfurter Buchmesse, aber hier im BE, über den Weg gelaufen sind. Und ihr Vater hatte ja im Bellheim mitgespielt und hat sie mich angesprochen. Das war mal eine Begegnung. Dann kam es raus, dass vor 10 Jahren, oder ein bisschen mehr sogar, dass wir wussten, was das ist, woran meine Schwester leidet. Meine Schwester hat eine Behinderung, für die es nicht wissen. Sie ist 11 Monate jünger als du. Genau. Und ist behindert, ist gesund auf die Welt gekommen und im Alter von 2 dann? Ja, oder es noch passiert, früher? Es ist eine spontane Genmutation, die einsetzt. Man kann es nicht genau feststellen, aber irgendwie zwischen dem 5. und 24. Lebensmonat. Mhm. Und bei meiner Schwester ist es ungefähr so um 1 Jahr alt passiert. Und das heißt das Rett-Syndrom, R-E-T-T. Und habe ich das durch einen Artikel im Tagesspiegel bin ich draufgekommen, habe dann recherchiert, habe mit Professor Wilken in Kassel, der sich sehr intensiv mit Rett
auseinandersetzt, ein langes Gespräch gehabt und er hat ein paar Sachen gesagt, wo mir einfach also die Luft weggeblieben ist, weil er das gesagt hat, was meine Eltern Anfang der 60er Jahre gehört haben. Sie ist langsam, sie ist faul, das wird schon. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Na, und dann habe ich ein Interview gegeben im Tagesspiegel. Damals gab es noch die ganze große Seite sonntags, wo ich darüber gesprochen habe, weil eben im Tagesspiegel hatte ich das gelesen, den Artikel. Und das hatte Roswitha gelesen. Mhm. Und daraufhin, und sie war bei Aufbau, da hatte sie schon ein oder zwei Bücher gehabt. Und die haben mich angesprochen, ob ich nicht das schreiben möchte. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Also das ist... und dann kam es eben so, dass Roswitha gesagt hat, ja, lass uns das zusammen machen. Und wir haben uns, ich glaube, 7-mal getroffen. Die arme Frau muss irgendwie 20, 21 Stunden Material gehabt haben. Es war jetzt gar nicht mal so Interviewsituation, sondern wir haben gesprochen. Mhm. Es waren Gespräche. Das wurde dann transkribiert. Und dann hat sie mir 20 Seiten geschickt, die sie geschrieben hat und gesagt, ist das die Richtung, die du dir vorstellen könntest? Und ich fand das schon so und dann ging es weiter. Mhm. Von da. Und es ist wirklich, jedes Wort ist von mir abgenommen. Also das ist auch, ich habe auch Sachen verändert oder dazu oder wie auch immer. Mhm. Es war wirklich eine gemeinsame Arbeit, aber sie ist diejenige, die die Feder geführt hat. Mhm. Ja. Und es ist sehr beeindruckend, weil die Geschichte einfach auch beeindruckend ist und die hat dich natürlich auch geprägt. Deine Schwester ist jetzt 64, ja. Lebt in Kalifornien, sie ist Amerikanerin, sie lebt in einem betreuten Wohnen und ist wirklich schwer behindert. Mhm. Und du besuchst sie, wenn du eben da bist, was bei deinem Pensum ja auch nicht nur andauernd passieren kann. Und es gibt jetzt, ich weiß nicht, was mit dem Buch, wie weit das da zusammenspielte mit dem Buch. Es gibt diese, von der ich vorhin schon sagte, sehr, sehr schöne Dokumentation gerade, die gerade der WDR gemacht hat, wo du wirklich völlig ungeschminkt und völlig schonungslos und völlig klar und dadurch eben auch wirklich so beeindruckend diese Geschichte nochmal erzählst. Es sind Bilder mit dir und deiner Schwester dabei, wie ihr euch seht. Also ganz, ganz schöne Bilder von deiner Mutter, von dem Haus, was sie da bewohnt und wie das alles weitergeht. Und eben von der fast Unmöglichkeit, deine Schwester nach Deutschland zu holen jetzt. Mhm. Und was daran scheitert, dass sie keine Krankenversicherung bekommt, weil sie eben diese Krankheit hat, über 60 und Amerikanerin ist. Ja. Und da gibt es immer noch keine Lösung? Nein, immer noch nicht. Also. Ich kriege immer wieder mal so Informationen und so, denen ich nachgehen muss. Ich kann das auch nicht täglich, kann auch nicht täglich dem nachgehen. Mhm. Es ist, ich setze ja immer wieder an und dann muss ich einfach, okay, jetzt mache ich das. Mhm. Ja, und versuche dann neue Wege zu finden und so. Aber ja, das ist einfach für mich unbegreiflich, dass das nicht geht. Zumal sie ja auch kaum medizinische Betreuung braucht. Mhm. Das ist sehr interessant, dass die Mädchen und Frauen, die Rett haben, ein irrsinnig starkes Immunsystem haben. Die werden kaum krank, also das kommt auch noch hinzu. Aber es ist diese Dokumentation, das freut mich sehr, dass du die erwähnst. Die ist aus dem Buch entstanden. Mhm. Katharina Voy hat das gemacht und sie hat das Buch gelesen. Und auch wiederum, also wie mit Roswitha, als wir zusammen an diesem Buch gearbeitet haben, wir haben eine Freundschaft. Also wir sind wirklich befreundet seitdem. Mm. Und das Gleiche ist mit der Katharina passiert. Mm. Also das ist, meine Schwester bringt Menschen in mein Leben. Mm. Und ich muss es ist sehr lustig, weil wenn ich, das Rett-Syndrom ist mit mir jetzt sehr synonym und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich natürlich, das ist, was ich will. Ich will aufmerksam machen, ich möchte informieren, ich möchte, dass da ein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür ist, weil wie mit allen Sachen, je eher man weiß, was das Kind hat, desto eher kann man helfen. Mhm. Es gibt noch keine Heilung, aber man kann helfen und das ist ganz wichtig. Du bist Patin der Elterngruppe. Ich bin Botschafterin. Botschafterin der Elternhilfe, ja. Genau, der Elternhilfe für Betroffene. Und das hast du ja auch erzählt bei deiner Schwester, hat man das festgestellt, da war sie schon über 50 und die hätte sich einfach wahnsinnig viele schlimme Untersuchungen und auch quälende Untersuchungen sparen können, hätte man das vorher gewusst. Das machst du ja ganz... aktiv. Also ich, für jeden, der das nicht kennt, dieser Film, Meine wunderbare Schwester heißt die Doku, den fand ich mutig, den fand ich wirklich wahnsinnig mutig, auch von dir das so offen zu machen und ich fand den aber dadurch auch wirklich unglaublich gut. Wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Von
Deine Schwester ist nur 11 Monate jünger als du. Das heißt, dein ganzes Leben hat sie dich mitgetragen oder du sie oder ich ihr sie. Euch oder ich so. Ich bin die Ältere. Ja, du bist die Ältere, aber das, sie hat dich natürlich wahnsinnig geprägt. Wahnsinnig. Ich musste gerade eben, als du sagtest, du wärst mal kurz abgehoben nach dem Erfolg von Bellheim. Ich glaube, das hat da. Wie viel hat deine Schwester damit zu tun, dass es dir nicht passiert? Ich glaube, eine Menge, oder? Man sollte keine Fragen selber beantworten. Nee. Ich kann mir das nach dem Buch schon vorstellen, dass es viel damit zu tun hat, dass du einfach da demütig bleibst oder auf dem Boden bleibst oder, keine Ahnung, wichtigere Dinge im Leben. Es sind sehr viel wichtigere Dinge. Als diese erfolgreiche Schauspielerei. Aber das Geschenk, wenn ich das noch sagen darf, was da mitgekommen ist. Und da habe ich halt gemerkt, diese Popularität oder Bekanntheitsgrad oder wie man das auch immer nennen mag, was ich bekommen habe über die Jahre, konnte ich einsetzen. Also ich habe es wirklich, ich habe es umsetzen können. Ja. Und das ist natürlich großartig. Meistens hat man das irgendwie und weiß nicht, was man damit machen soll. Mhm. Und ich weiß, als wir das Buch gemacht haben und der Aufbauverlag kam und sagt, ja, das ist dann ein Foto von dir vorne drauf. Ich sage, nein, nicht ich, meine Schwester. Und Felix, klug wie er ist, hat gesagt, Leslie. Das kauft kein Mensch. Ja. Dann, das ist so. Ja. Das ist so. Und das finde ich, ich finde es auch gut, denn, dass man das da machen kann, weil dann bleibt der Name hängen. Felix, hast du gerade eben gesagt, Felix von Manteuffel heißt der Mann ganz. Deine große Liebe und von allen beneidet, seit ihr seit 30 Jahren verheiratet und kennt euch noch länger. Mhm. Ihr habt euch in Dänemark mal kennengelernt, habe ich mal gelesen. Hat dann 8 Jahre gedauert, bis ihr dann ein Paar wurdet. Mhm. Und ihr seid. Das finde ich toll. Also nicht nur als Paar gut miteinander, wenn man euch zusammen sieht, sondern ihr arbeitet auch viel zusammen. Ihr macht diese Lesereise. Ihr sucht Bücher aus. Das sind Briefwechsel. Das sind ist Literatur. Wie sucht ihr die aus, was ihr da macht? Findet einer ein Buch und sagt, das klingt doch toll zu zweit. Das also das allererste, ja, ganz richtig. Das allererste, was wir gemacht haben und was wir immer noch machen, jetzt seit 23 Jahren, ist Briefwechsel Tschechow-Olga Knipper. Mhm. Und Felix hatte das Buch gefunden, das hieß Mein lieber, ferner, doch so naher Mann. Mhm. Und das war ein Brief, den Olga Tschechow geschrieben hatte, also aus einem Brief, nachdem er schon tot war. Mhm. Sie hat ihm ja immer noch geschrieben, nachdem er starb, weil sie dachte, so habe ich das Gefühl, dass du irgendwo meine Briefe erhältst. Mhm. Und er hat gesagt, das ist so toll, das müssen wir machen. Und das haben wir gemacht und wir haben es jetzt vor 10 Tagen, 2 Wochen, haben wir auch wieder 2 Aufführungen gehabt damit. Und das hat uns so beflügelt, diese Arbeit, dass wir jetzt mittlerweile, wir haben einen Abend aus Kurzgeschichten von Alberto Moravia. Mhm. Das hat Felix gesagt, den habe ich früher gelesen und er wurde in Deutschland so als Pornograf so was war Kommunist und so weiter. Das stimmt alles gar nicht. Mhm. Und dass man ihn so ein bisschen auch vielleicht rehabilitiert oder so. Es kommen wahnsinnig gut an, die Geschichten. Dann haben wir mit Musik Fanny und Felix Mendelssohn Bartholdy. Haben wir auch wieder Sackville West und ihr Mann Harold Nicholson. Das ist dann ein bisschen politischer, weil er ja auch hier war, der Harold Nicholson, bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, auch mit Hitler Berührung hatte und was hier war, dann kurz danach wiedergekommen ist und gesehen, wie es hier war. Also es sind einfach so Themen, die uns sehr, sehr interessieren. Ganz prosaisch gesagt, es geht immer um die Liebe. Aus dem Grund werden die meisten Bücher geschrieben und die meisten Filme gedreht. Genau, das ist genau. Klar. Ja. Und weil ihr gerne zusammenarbeitet. Ja. Ne? Ja. Und ihr macht diese Lesetermine, macht ihr? Es gibt noch keine, sonst würde ich sie hier sofort nennen. Aber für alle, die interessiert sind, sie sind toll. Ihr macht Theater zusammen. Mhm. Ihr habt jetzt auch bei dem wunderbaren Film, bei dem du die Präsidentin spielst, war Felix einer deiner Untergebenen. Du warst seine Chefin, da habt ihr auch zusammen gespielt. Auch Felix Sohn, da war der so als Patchwork-Familie unterwegs. Ja. Wie wichtig ist das für dich, dass ihr regelmäßig was zusammen macht? Achtest du da drauf? Es ist ein Elixier. Mhm. Also es ist wirklich, ich kann sagen, wir verbinden das Schöne mit dem Schönen. Mhm. Ja, es ist einfach wirklich toll, weil ich respektiere und liebe, wie Felix arbeitet und ich lerne nach wie vor von ihm, also auch nach 30 Jahren und ich darf sagen, dass er Ähnliches über mich sagt und das macht einfach so ungeheuer viel Spaß, egal, wir haben ja auch Wer hat Angst vor Virginia Woolf gespielt zusammen und da hatten wir Schiss.
weil wir nicht wussten, was macht das Stück mit uns. Mhm. Wir sind aber heile rausgekommen. Ich glaube, wenn man richtig guter Schauspieler ist, so wurde es ja auch keine intrigante Börsenmaklerin. Nein, im stimmt. echten Leben, auch wenn du kurz mal abgehoben bist, aber nur ganz kurz. Habt ihr wenigstens einmal geschritten nach Virginia Woolf? Weil du bist ja auch kurz abgehoben, nachdem du Gudrun Lange warst. Ja, nein, gestritten, ob wir gestritten hatten. Ja? Hast du oder gefragt? Mal so ein bisschen? Es gab einen Riesenstreit, aber der war nicht zwischen uns, sondern es war zwischen Regie und uns. So. Aber das habe ich vorweg gesagt. Ich habe gesagt, als wir uns alle zusammen gefunden haben, habe ich gesagt, es wird durch dieses Stück, weil das so unter die Haut geht, es wird irgendwann mal krachen. Mhm. Das hat es auch. Aber dann war alles wieder okay. Aber Liz Taylor, die ja nun die Urfrau war dieses Stücks, mit ihrem, wer weiß, ob die mit ihrem Mann, wie oft waren die verheiratet? Ich glaube, 6 Mal. Zweimal. Oder so. Also sie war 7 Mal, aber sie war mit dem Mann. Und dann, mit Richard Burton 2 Mal. Ach, 2 Mal. Ich dachte, die wären noch öfter verheiratet gewesen. Mhm. 2 Mal zusammen. Wahrscheinlich war das ein Film mit, aber deine Schauspielkarriere ging doch eigentlich auch damit los, dass du Liz Taylor mal fast erwürgt hast, oder? Ja. Dann haben wir doch einen schönen Abbinder hier als letztes Bild. Ja. Das war diese Zeit, du musstest irgendwie dieser Schauspielerin, was du anfangs erzählt hast, dieser Schauspielerin zur Seite stehen. Also Hermione Gingold, die in dem Film mit Diana Rigg und Elizabeth Taylor mitspielte. Und ich war halt so viel am Drehort, also täglich. Und dann haben sie gesagt, ach, da kannst du Statisterie machen. Dann habe ich die kleine Tochter gedoubelt. Und dann haben sie gesagt, naja, eigentlich braucht ja Hermione als die Dame auf dem Land, die braucht ja eine Zofe. Das machst du ja eh. Du warst ja sowieso da. Ja, und dann habe ich meine erste Rolle gehabt. Und das war, dass die Elizabeth ist mit einer Kutsche angefahren gekommen und ich sollte zu ihr hin, um die Kutsche herum. Und sie hatte so eine Federboa. Und ich sollte ihr helfen, dass sie aus der Kutsche steigt und dass ich dann die Boa nehme. Und die musste ich irgendwie im Galopp oder was weiß ich, verheddert haben. Und ich zog und sie machte plötzlich, ah, you're strangling me. Ja, cut. Und ich so, oh, was habe ich gemacht? Ja, war fix und fertig und wusste überhaupt nicht. Und ich war so groß mit Hut und dann haben wir es wieder gemacht und dann war es okay. Aber ja. I strangled her. Hätte jemand damals zu dir gesagt, weißt du, Leslie, in einigen Jahren spielst du mal mit der großen Liebe deines Lebens das Stück, mit dem sie berühmt geworden ist? Wärst du geplatzt? Hättest du gesagt, ach, wird schon. Ah! So cool bin ich nicht. Nee, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Nie. Das ist, also ich wollte es machen, aber also wollte Schauspielerin werden, aber ich hatte eigentlich keine Ahnung, wie man da hinkommt, was man machen muss, wie man vor einer Kamera. Ich war einfach da. Ich hatte das große Glück, das mitzumachen. Mhm. Aber habe dadurch nicht, war nicht einfacher oder war nicht klarer oder sowas. Also das, ich bin da eher einen unkonventionellen Weg gegangen, indem ich nach Berlin kam. Das ist auch eigentlich ganz lustig, wenn ich zurückdenke. Da habe ich das Telefon, die gelben Seiten aufgemacht, unter T, Theater, geguckt und habe alle Theater angerufen und gesagt, ich möchte vorsprechen kommen. Und bei manchen hat es geklappt, da bin ich gekommen und durfte vorsprechen. Ich wusste nichts von in einem Ensemble sein oder sowas. Ne? Also da bin ich Anglo-Sachse, get a job. Das ist die Hälfte, wahrscheinlich halb Österreich und halb, ich bin das großer Wien-Fan, weil ich finde, die Wiener nehmen ja nichts ernst und kriegen immer alles irgendwie so hingeruckelt. Ich finde das immer super. Und die Amerikaner nehmen auch nichts ernst und kriegen alles nochmal hin oder so. Vielleicht hast du einfach ein sonniges Gemüt und deswegen. Ich glaube, ich bin ein hoffnungsvoller Optimist oder auch hoffnungsloser Optimist. Ja. Liebe Leslie, ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat, auch wenn es kein Champagner in einer vornehmen. Das holen wir nach. Das holen wir nach. Beim nächsten Mal holen wir es nach. Wir werden uns auch ein drittes Mal jetzt sehen. Und wie gesagt, ich habe von dir geträumt, deswegen, solange das noch nicht zustande gekommen ist, glaube ich noch, dass es sich erfüllt, aber das war ja schon mal ein Anfang. Ein sehr, sehr schöner. Dankeschön, wirklich. Ich danke wirklich, dir. Danke. Du hast mehrere Filme wieder in der Leitung, die jetzt so langsam kommen. Ich habe keinen Sendetermin, deswegen sage ich nichts. Ich bin mir sicher, dass ich dich weiterhin 3-mal im Jahr im Fernsehen sehe und hoffentlich bald wieder mit Felix von Manteuffel auf der Bühne zum Lesen. Mhm. Und ich wünsche dir alles Glück sowieso und ich wünsche dir sehr, dass es mit deiner Schwester da in irgendeiner Form mal bald, ganz bald irgendeine Lösung gibt und vielleicht macht die Dokumentation da auch noch irgendwas dazu, dass es ein bisschen beschleunigt wird. Ja. Danke vielmals, Dora. Danke viele Mal. Wirklich. Es war ein schöner Tag hier mit Leslie Molten.
für die, die uns jetzt nur gehört haben, ihr könnt uns auch sehen, dieser Podcast ist auch als Videopodcast aufgezeichnet bei YouTube oder bei dtv.de. Ich verabschiede mich bei euch. Bleibt heiter und sonnig. Und wenn ihr es nicht seid, dann werdet es. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Dora Held trifft. Ein Podcast von dtv Audio.